völlig verrückt, Ken. Robert liebt mich, nicht sie. Er hat mich immer geliebt. Ich liebe dich, Eden. Wenn ich Kelly umarme, stelle ich mir vor, du wärst es. Liebe mich, Robert. Liebe mich. Liebe mich. Liebe mich. Denn schon wieder zurück? Wo ist Kelly? Geht es ihr gut? Eden, jetzt hör mir bitte genau zu. Ich bin Robert. Er ist mein Zwillingsbruder. Er und Flame hatten mich entführt. Der Mistkerl hat mir Kelly weggenommen. Wäre Cruz nicht gewesen, dann wäre ich immer noch in Louisiana. Dort haben sie mich gefangen gehalten. Wo ist Cruz jetzt? Auf dem Weg hierher. Ich muss Kelly sehen. Wo ist sie? Das glaube ich dir gern, Quinn. Quinn? Ja, netter Versuch. Hattest du etwa gehofft, du könntest mit ihr schlafen, während ich weg bin? Glaub ihm kein Wort. Ich bin Robert. Das weißt du genau. Erzähl das der Polizei. Willst du sie anrufen oder soll ich? Dieser Mann ist ein Betrüger. Verblüffende Ähnlichkeit, findest du nicht? Muss schwierig sein, Quinn von mir zu unterscheiden. Außer man kennt uns sehr gut. Eden, bitte hör zu. Dieser Mann ist wahnsinnig. Er will mich umbringen und Kelly auch. Moment mal. Augenblick. Für mich ergibt es keinen Sinn. Ich meine, du hast überhaupt keinen Zwillingsbruder. Ich habe es auch nicht gewusst. Oh Gott. Was denn noch? Bitte, du musst mir vertrauen. Wenn ich etwas davon gewusst hätte, hätte ich es dir erzählt. Stimmt's? Nur so war es Quinn und Flame überhaupt möglich, das durchzuziehen. Ich hatte keine Ahnung von der Existenz eines Zwillingsbruders, ehrlich. Du bist gut, sogar verdammt gut. Das muss man dir lassen. Eden, wenn er Robert wäre, dann müsste er nicht fragen, wo Kelly ist. Habe ich recht? Er wüsste, wo er sie findet. Er ist der Betrüger. Bitte bring mich zu Kelly. Ich muss sie sehen. Dieser Mann ist ein Irrer. Kelly ist in Gefahr. Er und seine Freundin werden ihr was Furchtbares antun. Also, wo ist sie? Nein, sag es ihm nicht. Oben ist sie. Okay. Du wirst nirgendwo hingehen, Quinn. Robert, du musst mir dabei helfen, auf Kelly aufzupassen. Natürlich helfe ich dir. Und wenn wir sie erstmal losgeworden sind, können wir für immer zusammen sein. Zeit, um der richtige Robert Barr bitte melden zu spielen. Verdammter Heuchler. Das reicht. Hört jetzt auf damit. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber Kelly ist schon halb von Sinnen. Psychospiele, die verfluchten Drogen, das führt dazu, dass sie noch völlig durchdreht. Steht unter Drogen. Ja, genau. Spiel auch noch den Dummen, du Bastard. Was hast du ihr gegeben, hä? Schluss damit! Sie denkt, Robert und ich hätten eine Affäre. Dann lass sie uns jetzt endlich hier raus. Ihr werdet sie nirgendwohin schaffen. Robert oder Robert, wie auch immer, egal. Einer von euch sollte mich besser davon überzeugen, dass er der richtige Robert ist. Eden, was soll ich bloß sagen? Er ist ein Lügner. Wie soll ich dir denn beweisen, dass ich Robert bin? Warum erzählst du ihr nicht von dem rosa Sand? Du wirst dich an den rosa Sand erinnern. Ich habe ihn bestimmt mal erwähnt. Ich weiß von keinem rosa Sand. Ich auch nicht. Wie sollte ich? Der Sand war blau. Es war an unserem letzten Tag auf Serenas. Erinnerst du dich an den Strand, den wir damals fanden? An das unglaubliche Blau des Sandes? Ich sagte dir, dass es mich an das Blau deiner Augen erinnert. Und deswegen hast du eine Handvoll Sand zum Andenken mitgenommen, weißt du noch? Das habe ich ihm erzählt. Ach ja? Und wieso erzählst du ihr dann nicht, worüber ihr euch unterhalten habt, als ihr an diesem Strand wart? Erzähl ihr von der Zukunft, die du geplant hast. Und von den Träumen, die ihr gemeinsam geträumt habt. Erzähl ihr, wohin du sie bringen wolltest, Robert. Erzähl ihr irgendwas. Denk dir was aus. Schon möglich, dass du sie täuschen kannst, aber nicht mich, denn ich erinnere mich an jedes Wort, als wäre es gestern gewesen. Eden,
lass uns jetzt Kelly holen. Zu spät. Sie hat euch endlich erwischt. Bei etwas, das sie immer vermutet hat. Wo ist Quinn? Keine Bewegung, Robert. Kelly, ich weiß, was du jetzt denkst. Oh ja? Willst du mich nicht aufklären? Denn ich weiß es nicht. Es geht dir ziemlich schlecht. Das hast du bemerkt. Und ihr konntet es nicht erwarten, euren Vorteil daraus zu ziehen. Das stimmt nicht. Da ist überhaupt nichts zwischen Robert und mir. Also dann bilde ich es mir ein. Ja, ich bilde mir das nur ein. Irgendjemand muss daran gelegen sein, dich glauben zu machen, dass wir uns heimlich miteinander amüsieren. Ich weiß es schon lange. Denkt ihr nicht, dass ich euch glaube? Kelly, hör zu, ich habe einen Zwillingsbruder. Sein Name ist Quinn. Er ist derjenige, der dich betrogen hat. Oh, wow. Diese Geschichte wird immer seltsamer. Nein, ehrlich, als nächstes wollt ihr mir noch erzählen, es gäbe mich zweimal. Das heißt, eigentlich kommt es mir auch schon so vor. Das alles ist sicherlich sehr verwirrend, aber hör mir bitte zu. Ich habe dich nicht geheiratet. Nein. Du wünschst dir, dass du es nicht getan hast. Nein. Ich wünschte, ich hätte, aber es war Quinn. Eden, sag du ihr, wie es... Robert, ich habe dich geliebt. Ich habe dich so sehr geliebt. Wie konntest du mir so etwas antun? Wie konntest du so rücksichtslos sein, etwas mit meiner Schwester anzufangen? Robert und ich sind nur Freunde, Kelly. Sieh mich an, wir haben nichts miteinander. Ich weiß, was ich sehe. Du hast gesehen, was Quinn und Flame dich sehen lassen wollten. Du denkst, ich bin verrückt. Ihr alle denkt, ich wäre verrückt. Das ist es, was man uns glauben machen wollte, was man dich glauben machen wollte. Das war Bestandteil des Planes. Ihr würdet mir alles erzählen. Alle beide. Du stehst unter Drogen, Kelly. Du wurdest unter Drogen gesetzt. Dein Tee war mit einer Chemikalie versetzt, die Halluzinationen hervorruft. Sieh mich an. Die intimen Unterhaltungen, die du gehört hast, das war ein Tonband. Es war zusammengeschnitten aus Gesprächen, die wir geführt haben, nur damit du denkst, Robert und ich hätten ein Verhältnis. Kelly. Schatz, ich bin es. Ich bin Robert. Ich bin zurück. Es wird alles wieder gut. Ja, das wird es. Und schon sehr bald. Ich liebe dich. Und ich weiß, dass du uns nie wehtun könntest. Genauso wenig, wie ich dir wehtun könnte. Bitte, gib mir den Revolver. Versprichst du mir, dass du mich tötest? Ach, schnell, bitte. Ich halte diese Qual nicht länger aus. Kelly, bitte. Gib mir den Revolver. Du willst das nicht wirklich. Du hast recht. Nein, ich will das nicht wirklich. Hier ist Schluss. Ich ertrage das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Kelly, wenn du mir erlaubst, dass ich Quinn verfolge, dann werde ich es dir beweisen. Gib mir den Revolver, ja? Nein. Es ist in Ordnung. Ich bin wieder da. Es wird alles gut werden. Ich verspreche dir, dass ich auf dich aufpasse. Schatz, ich liebe dich. Du musst mir vertrauen. Ja, ganz ruhig. So ist es gut. Danke, Liebling. Hast du eine Ahnung, wo Quinn hin ist? Nein, nicht die geringste. Ich meine, dieses Haus steckt voller Geheimgänge. Ich weiß nicht, wo er ist. Geheimgänge? Ja, oben an der Treppe ist das einer. Gib mir die Waffe. Bitte. Eden bleibt bei dir und beschützt dich. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Nein!
Nein, lass mich in Frieden. Quinn! Keinen Schritt weiter, Robert. Los, zurück. Da wird's bald. Ich danke vielmals. Es ist vorbei. Die Waffe runter. Und wie geht's jetzt weiter? Das war's, Zwillingsbrüderchen. Du hast es vorher nicht getan. Wieso also jetzt? Vorher hatte ich noch die Wahl. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, oder? Das ist äußerst großzügig von dir, dass du mir noch eine Chance zugestehst. Ich brauche sicher keine weitere. Gehen. Du bringst mich um und was dann? Ich werde nirgendwo hingehen. Versteh doch, ich liebe Kelly. Ich bin nicht bereit, sie aufzugeben, klar? Deswegen hast du versucht, sie in den Wahnsinn zu treiben? Das war Flames Idee. Ich wollte sie davon abhalten. Ja, na klar, es war alles Flames Werk. Hä? Du bist natürlich völlig unschuldig. Dann ist es wohl auch ihr Werk, wenn du mich kaltblütig ermorden willst. Hä? Nichts interessiert mich weniger, als was mit dir geschieht. Ich liebe Kelly und nur darauf kommt es an. Du hast eine teuflische Art, das zu zeigen. So was tust du einer Frau an, die du liebst? Was machst du dann erst mit denen, die du hast? Du bist dabei, es rauszufinden, oder? Du wirst nicht abdrücken, Quinn. Du hast nicht die Nerven dazu. Ohne deine Komplizin Flame bist du ein Nichts. Die einzige Frau, die ich brauche, ist Kelly. Der einzige, der dir wirklich wichtig ist, bist du selbst, Quinn. Du versuchst, das alles der Liebe zuzuschreiben? Hä? So einfach ist das. Soll das etwa alles entschuldigen? Du redest davon, wie ich gewesen bin, bevor ich Kelly kannte. Sie erweckte Gefühle in mir, die ich vorher nie kennengelernt hatte. Weil sie nicht existierten, und das tun sie noch immer nicht. Hier ist doch jede Ausrede recht, um deinen Kopf zu retten. Aber es ist zu spät. Alle Liebe der Welt kann dir jetzt nicht mehr helfen. Du scheinst zu vergessen, dass ich es bin, der zurzeit den Finger am Abzug hat. Dann benutze ihn doch. Nein, ich würde es dir leichter machen. Was ist? Worauf wartest du? Ist dir das nicht nah genug? Soll ich selbst abdrücken? Hast du vielleicht Angst? Bleib da stehen. Ich mein's ernst, Robert. Ich sagte doch, ich habe nichts zu verlieren. Tja, ich schon. Ich würde dir am liebsten die Knarre an den Kopf halten und abdrücken. Es wäre die Sache wert. Du hast es bewusst darauf angelegt, Kelly zu zerbrechen. Du wusstest, dass sie niemals einen Menschen wie dich lieben könnte und du hast dich als jemand ausgegeben, den sie mochte. Du hast ihren Widerstand gebrochen, so lange, bis sie nicht mehr wusste, wie ihr geschah, richtig? Du hast diese Frau gelähmt zurückgelassen. Und das meine ich nicht nur physisch. Und jetzt soll es ein Missverständnis gewesen sein? Du bringst alles wieder in Ordnung, ja? Du liebst Kelly. Du hoffst, dass man dir verzeiht. Vergiss es! Ist alles in Ordnung? Was ist mit Craig passiert? Er sollte doch bei dir bleiben, Kelly. Wieso ist er nicht mehr hier? Craig und Robert, ihr seid alle hinter mir her. Das ist nicht wahr, nein. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Ich werde einen Krankenwagen rufen. Verdammt, die Leitung ist tot. Dann muss ich dich eben hinfahren. Also gehen wir. Nein! Sei doch vernünftig. Du bist krank. Sie haben dich unter Drogen gesetzt. Wir müssen dich in ein Krankenhaus bringen. Nein, nein, ich will nicht. Kein Arzt. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was war das? Ich werde nachsehen. Robert! Du bleibst hier, hörst du? Rühr dich nicht von hier weg. Wer ist da?